Was passiert, wenn man einen Raum freiräumt? Mit dieser Frage haben sich 12 Jugendliche über die letzten Wochen intensiv beschäftigt. Das Besondere dabei, Jugendliche mit und ohne Behinderung arbeiten eng zusammen. Entstanden ist daraus eine Bühnenperformance. Natürlich gab es dabei auch Hilfe von Regisseur und Theaterpädagogin. Chris Weinheimer und ich haben in der Arbeit, in der Theaterarbeit mit Jugendlichen das Thema Inklusion versucht von einer Seite zu beleuchten, die vielleicht die radikalste ist, nämlich die tatsächlich Menschen in einen egalitären Kommunikationsprozess zu bringen mit den Mitteln des Theaters. Und das ist ihnen gelungen. Hier muss sich keiner verstellen. Wir sind eine sehr besondere Gruppe, wir sind alle total unterschiedlich und hier wird es aber bewahrt. Und also wir hatten auch in dem Stück einen Satz, dass es hier ganz anders ist als draußen. Und es ist unglaublich schön, das auszuprobieren und auszuhalten. Und ist sehr schön. Die Freude und der Teamgeist der Jugendlichen sind schon beim Aufwärmen vor der Vorstellung spürbar. Aber nun Spaß beiseite. Nach monatelanger Vorbereitung stehen nun die Zuschauer vor der Tür. Höchste Zeit, nochmal das letzte Lied zu üben. Hey, du wickelst mich so leicht in deinen Finger. Ich deine Augen guck wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst. Jeden Tag kleines bisschen schlimmer. Und dann heißt es Showtime. Die Performance beginnt mit unterschiedlichen, teilweise gegensätzlichen Statements zum Thema Freiraum. Es geht auch darum, was passiert, wenn jemandem der Freiraum genommen wird, wie bei einem Überfall. Die Vorstellung regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Aber was bedeutet Freiraum eigentlich für die Schauspieler? Also ein Freiraum ist für mich frei zu sein. Also mein Freiraum ist ja persönlich frei zu nehmen, was ich habe. Am Ende bleibt es jedem Zuschauer selbst überlassen, seinen Freiraum zu definieren. Das Stück ist das nächste Mal am 8. Juli zu sehen.